Willkommen zurück in Baumhausen City von Wolfbeit LP, bei Rubin von Pokémon Rubin von Wolfbeit LP. Mann, bin ich durch den Wind. So. Wir haben ein Pokémon gefangen. Und hier dürfen wir auch noch fangen. Wen habe ich vorne? Nick ist zu tödlich. Da packe ich lieber TNT vor. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Ja, machen wir. Und es ist... Na, komm schon. Ja, sieht nur aus wie Kecleon. Ist es... Es ist weggerannt. Ich wollte dich fangen, du böses, böses Pokémon. Es wäre schön gewesen, es zu fangen. Gibt es hier in Baumhausen nicht noch ein unsichtbares Pokémon? Muss eigentlich, weil ich möchte gerne hier in der City noch was fangen. Bevor ich auf die Route komme. Also hier nicht. Das ist doof. Dann war das einzige in der Stadt. Ach, schade. Okay. Gibt's halt nicht noch ein Pokémon für uns. Ich habe nicht nachgeguckt, welches Level die in der Arena haben. Dementsprechend bin ich etwas verängstigt, weil ich ja in der letzten Zeit mein Training ein bisschen vernachlässigt habe. Das hier habe ich auch immer geliebt. Bewundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Ja, es hat mich immer so ein bisschen an Quirk erinnert. Erinnert ihr euch noch an Quirk? Das war so ein... Das war noch ein altes Gameboy-Spiel, also wirklich für den großen, klumpigen, grauen Gameboy. Oh Gott, das ist Level 30. Ich weiß nicht, ob ich das mit TNT platt kriege. Aber Level 30 bedeutet, dass der Arena-Leiter nochmal 2 Level drüber ist. Das heißt, mal so... Also ich denke, Fauna-Statue, Pflanzenattacke. Weiß nicht, wie es auf Stahl wirkt. Nicht sehr effektiv, gut. Das bedeutet aber im Großen und Ganzen, dass wir hier tatsächlich eine ordentliche Arena haben und da noch eine ganze Menge trainieren müssen für. Du bist stark. Okay, es war nur ein Pokémon, das er hatte, aber trotzdem. Nee, ich weiß nicht. Nee, wir gehen erst nochmal trainieren. Wir machen nochmal die ganzen Trainer auf der vorigen Route. Ups. Sonst haben wir dann nämlich so ein extremes Problem. Nee, und da habe ich Angst vor. Gebe ich auch offen zu. Ich habe da ein bisschen Schiss. So, zum Beispiel den dann können wir einfach fertig machen. Ich lauere in den Schatten und lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Ich tauche auf, um dich herauszufordern. Ich weiß nicht, die lispeln immer nur vor dem Kampf, weil nach dem Kampf sollen die so ein Ninja-Outfit, dann passt das Lispeln nicht mehr. Pupanzer. Rapante, Rapante. Ich glaube, wenn ich so eins fange, nenne ich es Rapante. Aber der Regen, der ist böse. It's a color. Okay, geht. Ladevorgang. Oh, Elektroattacke. Ich habe ja jetzt einen Boden-Pokémon-Top. Oder einen Drachen-Pokémon. Glücklicherweise haben wir einen Drachen-Pokémon. Und es halt, ne, wenn das bei Regen halt, dann kenne ich da überhaupt keine Gnade. Muss Airbus ran. Blitzkanone, ja, zum Glück ging das daneben. Der Angriff ist verdammt heftig. Ich glaube, das ist sogar ein One-Hit-KO. Hör auf, Leben aufzufüllen. Drachenwut. Mach lieber wieder deinen komischen Ladevorgang. 5 KP hat. AP. Das. 5 AP sind ein bisschen zu viel. Ja, wir faulenzen die Runde. Setzt Ladevorgang ein. Gut, wir kriegen's. Wenn es viel Airbus wegballert, dann haben wir echt ein Problem. Ich glaube, ohne Airbus schaffen wir nämlich die Arena nicht. Der muss hier richtig punkten. Und wenn ich ihn der Arenaleiterin gegen den Kopf werfe, ich sag's euch. Ich mach das. Wirklich? Glaubt ihr mir nicht? Mach ich aber. Ich gestehe meine Niederlage ein. Mach das. Ich bin am überlegen, ob ich Bahn sein Item wegnehme. Weil der EP-Teiler... Es braucht halt sehr, sehr viele Erfahrungspunkte und die könnte es sich eigentlich auch kloppen. Deswegen nehme ich dir den EP-Teiler mal weg und gebe ihm lieber hier unser Molzkohle-Freund. Trägt bereits Holzkohle, ja, soll ausgetauscht werden. Bahn, du kriegst was anderes von mir.
Ich weiß nicht, was du kriegst. Granitstein. Ich greife zwar eher mit Spezialangriff an, aber kriegst einen Granitstein. So, dann tauschen wir nämlich mal aus. Dann darf Bahn sich nämlich prügeln. Und TNT hoffentlich mal eine neue Attacke lernen. So, hier unten war nichts und das ist ja noch immer die falsche Route. Das ist doof, dass das hier alles eine Route ist und es regnet. Es soll nicht regnen. Haben wir Kaskade? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube noch nicht. Ach stimmt, in das Gras kann ich ja hier mit Rad nicht fahren. Aber da unten wartet noch ein Item auf uns und ein Typ, der sich ganz unauffällig versteckt hat. Wenn du nicht auf deine Deckung aufpasst, kommt der Schmerz zu dir. Ich glaube eher, mein Freund, der Schmerz kommt zu dir. Du hast nämlich nicht mit Bahn gerechnet. Oh, ein Pipi. Das werde ich mit Vergnügen zerfetzen. Regen erhöht doch die Kraft von Elektroattacken. Nicht sehr effektiv, das ist schlecht. Oh, fu. Volltreffer, na super. Wir haben es mit dem Drachen zu tun. Das heißt, Austausch ausgeschlossen, außer ich tausche gegen Stahl aus. Gift weiß ich nicht, wie es auf Elektro-Pokémon wirkt. Ich setze lieber mal einen Steinhagel ein. Der wirkt auf jeden Fall normal. Und reicht auch, um Pipi umzubringen. Das Schlimmste ist, glaube ich, hier ein Boden-Pokémon. Weil Bahn kriegt davon vierfach Schwäche. So, jetzt versuche ich es noch mit Donnerschock. Vielleicht ist... Ach, ja... Ich glaube, ich sollte austauschen. Es läuft gerade nämlich eher suboptimal. Darf Cola machen. Den Kampf soll sich Cola drum kümmern. Cola muss ja auch trainieren. Ist fürchte ich auch noch ein bisschen schwach. Aber es scheint ja entweder Gift oder Kampf zu sein. Oder beides. Wenn es beides ist, dann ist der Sondersensor hier perfekt. Das ehemalige Unlicht-Pokémon, das ich sehr mag, weil es ein Hund und ein Dämon ist. Oh, TNT ist endlich Level 30. Porygon 2. Das komische Quietsche-Ente. Sowas nehme ich. So würde ich gerne mal zum Baden mitnehmen. Ja, doch, so ein Porygon 2 finde ich cool. Ich stelle gerade erst fest, wie wenig Leben Cola doch hat. Oh, es ist ein Psycho. Oh nein, du bist kein. Nee, das scheint wie eine Stahlattacke. Ha, Glück gehabt. Ich dachte gerade, das wäre eine starke Psycho-Attacke. Oder war das eine starke Psycho-Attacke? Nee, Scheinwerfer hatte doch Cola vorher, oder? Das ist doch eine Psycho-Attacke. Ja, ich glaube, Psycho auf Psycho ist nicht sehr effektiv oder so. Oder, nee, ist egal. Du bist überraschend gut. Bin ich. Bin. So. Sinel wäre. Na super. Hätte nicht ein Meisterball rumliegen können. Wenn uns das nächste Mal so ein Mantax auf der Brücke anspringt. Aber nee, wir kriegen eine Sinel wäre. Und jetzt habe ich wieder den ganzen Weg hochfahren, um Bahnen zu regenerieren. In der Hoffnung, wir sind dann stark genug für den Arena-Leiter. Der wird nämlich echt übel. Der wird übel. Ich glaube, die Arena-Leiterin macht uns ziemlich die Hölle heiß. Dich habe ich doch ausgelassen. Ja, dachte ich es mir. Die Weiten des Himmels strahlen dir Aura unaussprechlicher Versprechen ab. Nichts ist vergleichbar mit dem absoluten Glück des Fliegens. Und doch. Schon. Und ich fühle mich auch ehrlich gesagt auf dem Boden ganz wohl. Muschas. Was willst du denn mit dem Vieh? Es regnet. Komm, Bahn, das grillen wir uns. Gibt's heute Abend Muscheln. Oder auch nicht. Muschas rastet aus. Okay, schon verstanden. Du bist ein Drache. Und wir können nicht mit Steinen schmeißen. Also jetzt müssen wir echt mal mit Steinen hier das Vieh tothauen. Ja, danke. Ja, blablabla. Und wieder zurück.
Ich habe doch auch Tränke. Ich sollte die wirklich nehmen. Dann müsste ich hier viel weniger hin und... Ich könnte doch auch einfach ins Institut mich ins Bett legen. Mein Gott, was mache ich mir denn hier den massigen Umweg? Mit den Leuten hier drin rede ich nicht. Wir haben in... Die wollten mir nur das Formeo geben, das dann am Ende kacke war. Was war das überhaupt? Im Ernst, was war das Formeo? Ich weiß es nicht. Achso, das war Golbert. Stimmt, das war cool. Okay, ich nehme alles zurück. Golbert war cool. Wenn ich hier rumgehe, ist hier auch noch ein Trainer? Nee. Dann greift uns wahrscheinlich gleich ein wildes... Nee, es greift uns kein wildes Pokémon an. Cool. Mit dir habe ich gekämpft. Ich finde es schade. Jeder Trainer, mit dem ich schon gekämpft habe... Bisschen Tempo hier bei den Wilden. Er besitzt das Wissen und die Technik, um zu überleben. Das sind die Pokémon Ranger. Die Power Rangers. Willkommen, Power Ranger mit Hubbeluff. Oder Hubbelupf. Mit PF. Schlimmstes Pokémon. Aber du dürftest ein Flugtyp sein, ne? Dann bist du die längste Zeit ein Flugtyp gewesen. Heißt der Eckbert? Also, Eltern, die ihr Kind Eckbert nennen, gehören geschlagen, mal ganz ehrlich. Die habe ich. Gut. Kann ein Pokémon Geheimpower an Bergen und vom Gras einsetzen und eine Geheimbasis einrichten? Nee, kann es nicht. Achso, da darf ich ja nicht so durch. Muss ja normal laufen. So. Was? Ionago-Beere blüht und wir nehmen mit. Darf ich den... Achso, die gießen wir. Ja, können wir nicht mitnehmen. Muss auch nicht. Hier bräuchten wir das Kunstrad, um darüber zu kommen. So, der Zuril weiß ich nicht, mein Typ. Egal, ist gegrillt. Was ist eigentlich hier in dem Haus drin? Achso, das war die Tussi mit den ganz vielen Wingals. Kann ich eigentlich surfen? Ich kann surfen. Moin. Wo bin ich hier? Du hast mich angesprochen, als du willst du mit mir kämpfen. Sicher, ich will das Pokémon einsetzen, das ich gefangen habe, als ich Surfer einsetzte. Mach das. Hauptsache, wir kommen zu einem kleinen Kämpfchen. Kanimani. Ist schon ein bisschen ungleicher Kampf hier. Wir mit unserer deutschen Bahn hier und... Der mit seinem kleinen Kanimani, das... bei einer nicht sehr effektiven Attacke auf gleichem Level gegrillt wird. Mal gucken, vielleicht hat er ja noch was Stärkeres. Ein Yanma zum Beispiel. Glaube ich Käferflug, wenn ich mich nicht irre. Könnte mich aber auch irren. Könnte auch nur Käfer gewesen sein im Original. Auf jeden Fall kann es jetzt Scheinwerfer. Stahl oder Psycho? Stahl oder Psycho? Jetzt kommt es drauf an. Psycho. Stahl hätte uns aufgrund unseres... Dein Typs. Ein paar Probleme gemacht. Ich schmeiß mal Säure. Ich weiß gar nicht, wie die auf Psycho wirkt. Ich glaube nicht sehr effektiv. Egal. Ich denke bestimmt die ganze Zeit der falsche Typ und das Scheinwerfer ist am Ende sowas wie Elektro oder Wasser. Genau, Wasserscheinwerfer. Jetzt muss ich gerade daran denken, in Mario Party 3 gab es ein Spiel, bei dem man die Wanden eben Wasser mit Scheinwerfern anleuchten musste. Bei einem 3 gegen 1 Spiel mussten alle drei Spieler den einen im Wasser anstrahlen. Das interessiert euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Schreibt mir das mal. Ja, es hat mir übrigens... es hat mir jemand geschrieben, dass in dem einen Part der erste Trainer... Ladevorgang setzt sich eh nicht ein und Donnerschlag zieht richtig, ist aber glaube ich physisch. Physische Attacken sind doof. Kokowai. Moin, Erdnuss, Stahltyp. Na, Stahl ist ja eigentlich doof, ne? Aber mit Elektroattacken sollten wir den eigentlich platt kriegen. Jetzt ist die Frage, ist Donnerschlag müsste ja eigentlich. Physisch sein. Kann ich bloß nicht sehen.
Ob physisch oder nicht. Das ist schlecht. Wir probieren es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. So, Schlag mitten auf den mittleren Kopf. Ich würde mal auf physisch tippen. Dann dürfte das da uns gleich ziemlich wehtun. Das habe ich befürchtet. Bahn kriegt ein Problem. Wenn ich jetzt nicht austausche, ist Bahn erledigt. Das Risiko gehe ich nicht ein, da schicke ich TNT vor. Jetzt das letzte bisschen kannst du auch mit einer Feuerattacke machen. Superzahn. Jetzt beißt uns das komische Ei da. Ich weiß, es ist eine Kokosnuss. Und gibt das Bier in die Kokosnuss. Ich fange schon wieder mit Mist an. Das ist kein... Also, das ist Simpsons, das ist kein Mist, aber trotzdem. Wieder wechseln. TNT hält nicht genug aus. Ja, Sternenhieb kannst du ruhig einsetzen, ist egal. Nick kümmert das nicht wirklich. Ein starkes Kokowai. Oh, und es kann Eisenschweif ohne Schweif. Why not? Und der Schlag. Das Grande Finale hat es umgebracht. TNT ist 31. Yay. Ich habe keine Ahnung, was verlangt wird, um zu gewinnen. Hörst du nicht? Ich hab's befürchtet. Oh, nee. Ich setze jetzt mal hier einen Hypertrank ein. Ah, Pulverschnee wird verhindert. Sehr schön. So. Palmbeere. Ich glaube, die Beere hatte ich mein ganzes Leben nicht. Also, solange ich Pokémon schon spiele. Oh, und Sandama. Ich wünschte, ich dürfte es fangen. Das wäre richtig cool gewesen, aber darf ich ja leider nicht. Ich hätte gern einen Sandama. Hatten wir mal... Wir hatten mal einen Sandama. In Pokémon Blau hatte ich mal ganz kurz eins. Das war aber in einer Aufnahme, weil damals ist öfter mal was kaputt gegangen. In einer defekten Aufnahme von damals. Bruce Lee hieß das. Das weiß ich noch. Weil es lauter Kampfattacken uns entgegengeschmissen hat. Das war cool. Das war echt cool. Wie viel Minuten nehme ich überhaupt schon wieder auf? Ich glaube, es ist schon wieder soweit. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist immer das Problem, wenn man hier die Zeit nicht sieht. Dann muss man immer überlegen, wie lange nimmt man schon auf? Reicht's, reicht's nicht? Und wie viele Parts habe ich jetzt überhaupt? Das sind so Sachen, die weiß ich nicht. Kann ich mir nicht merken. Aber Leute, ich glaube, das reicht für diesen Part. Bevor der uns anspricht, lasst ihr mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir noch ein bisschen trainieren. Bis dann, euer Wolf.